Willkommen zurück zu Arcania 4 und wir stehen nicht vier, sondern vor dem, ich glaube, der Festung Robars des Dritten, oder? Ja. Und irgendwie haben wir so das Gefühl, wir müssen mit dem zusammenarbeiten. Ja, so oder so ähnlich wird es wohl ablaufen. Ach guck mal, hier sind ja auch diese komischen, wie sind sie noch gleich? Diese Obelisk des Lichts. Nee. Ja, wir sind hier. Warum? Weil, ist halt so. Und wir suchen Daka. Was macht die? Ratatatat wahrscheinlich. Diego hat dich darum gebeten, Kontakt mit Daka, dem Meisterspionen des myrtanischen Königs, aufzunehmen. Er hofft, dass es ihr gelingt, ein Treffen zwischen ihm und Lord Hagen zu erringen. Er arrangieren steht er. Deshalb musst du Daka eine Festung finden und dir Diegos Nachricht überbringen. Hagen. Mhm. Im Bann des Dämons. Wie bitte? Je nach Thor, genau, wir haben es jetzt genannt, Sorniara. Also kann der Sprecher wirklich kein Teenager sprechen, deswegen sagt er Sorniara oder sowas? Also eigentlich Thorniara, wegen Dorn und so? Was weiß ich. Und finde raus, wie du dem verfluchten König helfen kannst. Nicht die, ich muss das wieder machen. Klar, die anderen stehen wieder rum. Wie Heinz Doof und ich muss wieder arbeiten. Natürlich. So, was haben wir hier? Eine Pfütze. Alles klar. Ist das jetzt hier irgendwie... Können wir wieder zurück? Nee, kann man nicht. Okay. Ja, wir haben uns ja das letzte Mal für einen von drei Wegen entschieden. Oder, was heißt, gewürfelt haben wir. Die Entscheidung haben wir den Göttern, den dreien, ne? Nämlich Innos, Adanos und Belia überlassen. Und klar, man hat sich für uns entschieden. Quatsch, wir haben uns für den Weg entschieden. Beziehungsweise gewürfelt. Naja. Der Schurkenweg. So, Tag. Ach, aber die ist auch die Zyra. Natürlich ist die Zyra. Und da steht... Oh, scht. Du? Langsam wird's albern. Was machst du hier? Zuerst verrätst du mir, was du in meiner Festung willst. In deiner Festung? In der Festung des Königs. Was tust du hier? Ich suche Daka. Du hast sie gefunden. Was willst du von mir? Das war klar. Also wer da jetzt wirklich noch gedacht hat, oh, ja, mag das wohl sein, diese Daka? War ja klar. Ihre Festung. Okay. Ist das eine Art von... Das sieht schon ein bisschen hart aus. Naja. Ist das eine Art von... Ist egal. Wir machen einfach mal, wir fragen. Hallo. Du bist Daka? Ja. In Sorniara bin ich das. Warte. Diego schickt dich, nicht wahr? Was will er? Die kann ja auch kein TH aussprechen. Ja, in Sorniara. Alter, was ist denn hier los? Achso, das ist alles... Das sind zwei Texte, gut. Woher weißt du, dass Diego mich schickt? Ich habe dich seit der gespaltenen Jungfrau im Auge. Dass du Diegos Schützling bist, merkt ein blinder Hund. Dann frage ich, sonst bist du die nächste gespaltene Jungfrau. Nun, Syra, Daka oder wie auch immer du wirklich heißen magst. Diego braucht dich. Er kann Lord Hagen seine Unschuld beweisen. Das geht jetzt nicht. Was geht nicht? Sorry, what? Du kannst Diego doch nicht einfach im Stich lassen. Ich habe keine andere Wahl. Hagen ist verschollen. Verschollen? Der Narr ist mit unseren besten Männern ausgerückt, um Druehang in der Bastion zu stellen. Er ist nicht zurückgekehrt. Der Hund. Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie eine Webseite dort aufgebaut und sowas. Ist aber mit der Kohle geflohen. Ja, was kannst du mir darüber erzählen? Was kannst du mir über Druehang erzählen? Er war mir nie besonders geheuer. Zu glatt, zu kompromisslos. Aber wir haben jeden Mann gebraucht, den wir kriegen konnten. Druehangs Söldner hatten sich mehrfach bewiesen. In Nordmar, in Varant. Auf Heshir? Auf Heshir? Einen solchen Befehl hat Hagen nie erteilt. Wer dann? Robert der Dritte? Niemand. Wenn Druehang Feshir angegriffen hat, dann hat er hinter unserem Rücken gehandelt. Nein, der Bösewicht. Also ist gar nicht der König. Nein, es ist der Abtrünnige. Ja, so. Und es wäre auch wieder lustig, wieder die Faust bald. Der guckt schon wieder so grimmig. Aber die sowieso, guck mal hier. Stell dir mal vor, du wachst jeden Morgen neben sowas auf. Dann nimmst du doch den Streck, oder? Hat Druehang die Untoten beschworen? Das wissen wir nicht. Aber sie greifen ihn nicht an. Einige gehorchen ihm sogar. Dann ist Hagen also tot. Oder schlimmer. Wir werden sehen. Willst du etwa... Tot oder schlimmer? Was war das? Du willst doch nicht... Nee, nicht... Komm, nicht zur Bastion. Jetzt mach mal keinen Scheiß. Schafhirte, komm. Ich gehe zur Bastion. Wo ist sie? Am Osttor. Wenn du unbedingt gehen willst, nimm die Brücke auf dem Hofplatz zum Arenaviertel. Ich lasse sie für dich entriegeln. Danke. Können wir auch drüber klettern, oder? 1700 Erfahrungspunkte für das Gespräch führen. Sehr gut. Sturm auf die Bastion. Was? Ich habe mich damals ganz schön verplappert.
Ja, das hast du. Den Hinweis auf den Tempel konnte ich gut gebrauchen. Kein Wunder, dass Dantero den Tempel gefunden hat. Du hast mich gemolken wie eine Zibbe. Dantero? Was? Das ist einer von Hagens Männern. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Old Zibbe? Ach, ist Zibbe Ziege? Ach, wusste ich gar nicht. Ah, ich bin nur Old Zibbe von dem Melzer. Und sie hat ihn gemolken. Da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. So. Das war natürlich ein super Gespräch. Also weiter im Text. Wir müssen also hier erstmal die Hütte ausräumen. Du bist der Paladin, oder? Hier gibt's nichts zu sehen. Das stimmt. Ist nämlich sehr spärlich eingerichtet. Ist das wieder das Innos, ne? Soll Innos darstellen? Oder sowas. Einer von beiden. Gut, also holen wir die Sachen raus und dann geht's nach Osten, nach Estenweiler. Und dann zu dieser komischen Festung. So ein Ding? Ruppige Gestalt? Jetzt hat es wiederholt. Achso, wahrscheinlich hier. Oben ist die Klapsmühle wahrscheinlich. Da sind die ganzen Härtefälle einquartiert. Hä? Was mache ich hier? Keine Ahnung. Okay, das ist vielleicht eine etwas. Also für eine Schießscharte, da ist halt nicht so viel zu machen. Wobei mit der Armbrust passt schon. Vor allem kommt der Beschuss, der reinkommt, der ist wahrscheinlich relativ. Selten. Was ist das hier? Was mache ich hier und warum? Okay, da unten ist der Platz. Alles klar. Und hier ist nichts. Oder der Weg durch die Mann. Ach hier, ja. Okay, Statue, Belias Blut, Fliegenpelze und Lerish Rift Rollen. Was haben wir hier? Setarifische Seide. Sehr leicht und reißfest, eignet sich nur für ein prachtvolle Männer, bla, Rüstungen. Achso, dann kann man da wahrscheinlich die nächste Tuchrüstung oder sowas bauen. Ja. Sie eignet sich nicht nur für prachtvolle Gewänder, sondern auch für Rüstungen. Hierfür werden viele Schichten übereinander geleimt. Das Ergebnis steif und fest ist durch die Körperwärme. Haben wir schon gelesen. Ja, die Körperwärme, die pappt das dann fest am Träger. Da ist es wie eine zweite Haut. Ja, wie so eine Gurkenmaske. Nee, nicht Gurkenmaske, diese anderen Masken da, ne? Die man so abzieht in einem. In einer Tour. Zera? Wisch und weg? Nein. Ein Schaf. Das gemeine Volk wird heutzutage immer unverschämter. Ach, nein. Leere Schriftrolle. Jo, komm. Stört hier keinen, oder? Nö. Der Schafhirte, der darf das. Oh Gott. Schlösser knacken darf er auch. Also jetzt wird es ein bisschen offensichtlich, dass wir hier keinen Schlüssel haben und uns nicht an unserer Truhe bedienen, aber interessiert auch keinen. Großschwert. In einigen Teilen der Welt wird unter Großschwert ein Zweihänder verstanden. Doch die Einwohner des Sumpflands bezeichnen damit eine massive einhändige Klinge. Das ist wirklich ein Einhänder. Wer die nötigen Muskeln hat, kann sie durchaus effizient führen. Wer die Muskeln hat. Mhm. Ich glaube, die Muskeln haben alle. Es geht nicht um die Muskeln. Ein Söldner? Nee. Aha. Sternennerz. So, haben wir noch mehr? Hofdame, bitte. Du siehst aus wie ein vielbeschäftigter Mann. Ein anderswo beschäftigter Mann. Wie? Anderswo? So wie ohne rum? So, Tag. Hallo. Hallo. Frühstücks-Zera aus Lien. Ich möchte mir deine Waren. Möchte ich nicht, möchte mir deine Waren ansehen. Die Waren will er sich ansehen. Was heißt das? Unsterblichkeit klingt auf jeden Fall verlockend. Was haben wir hier? Jetzt haben wir das Elixier. Wirbel in Hand. Es steht die Zeit still. Der giftige Sud des Schattenhäuptlings. Ah, geseiht durch das perforierte, eisige Herz eines. Haben wir beides. So ein Eisherz und Schattenhäuptling haben wir alles schon. Ich weiß nicht, haben wir den Trank. Was halt richtig kacke ist, ich kann von hier aus nicht darauf zugreifen, was ich schon kenne. Das ist halt richtig dumm. Richtig dumm ist es. Ich glaube, den anderen Quatsch, den kennen wir alle schon, ne? Potente Mana-Tränke. 20.000 Mark haben wir schon wieder. Da war doch eine Armbrust. Nee, ein Rezept für Pfeile. Pfeile. Wollen wir noch kaufen. Haben uns dagegen entschieden. Was haben wir denn hier? Was schabt er denn? Gute Frau. Die gerillte Hähnchenschenkel. Ja, weitere Pfeile. Pfalz. Kriegspfalz haben wir hier. Ich benutze auch nie meine Superpfeile. Warum? Ganz kurz mal eben, Alte. Ich muss kurz was gucken. Und zwar. Was wollte ich jetzt gerade gucken?
Irgendwas mit... Verdammt! Wie hieß da noch der... Scheiße, ich hab's vergessen. Irgendwas mit zitternder Hand oder so. Och, Mann! Wie hieß das noch? Scheiße. Machen wir gleich. Mein Kravlerfleisch, Belliard, meine Couleur, Armbrust. Braucht man das nicht? Geweckt, Paladin. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich möchte mit. Ja, ja. Dieses dummes Zeug. Ist genau, dass du nichts möchtest. Du hast hier nichts zu möchten. Rune der schnellen Hand. Ah, schnelle Hand. Was war das nochmal? Sonstiges? Ne, wo war das? Bei. Wo war das jetzt noch? Wo habe ich denn das gerade gesehen? Das hier. Wirbelnde Hand. Als stehe die Zeit still. Das hier ist das. Ach so, schnelle Hand und wirbelnde Hand. Das ist wahrscheinlich das Gleiche. Ja, gut, aber wen juckt's, oder? Soll ich das machen? Ach, gerade macht. Ich komm. Kein Bock. Nee, einfach kein Bock. 20.000 Mark haben wir. Diese anderen Pfeile. Waren das denn Pfeile? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin indisponiert. So siehst du gar nicht aus. Mit deinen Händen in den Hüften. Ah, ja. So, die erste haben wir. Auf der anderen Seite gibt es auch noch eine. Gut, machen wir gleich. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, warum ich hier bin. Zum Stehlen. Das läuft aber echt nicht so geil. Ein bisschen ruckelig ist es, aber passt schon. Ich meine, spielt ja keine Rolle. Ist ja eh nur Arcania, wenn juckt's. Ach, ein modisches Kleid. Hoffe, ich kann mir die Scheiße nicht anziehen. Ja. Gut, in den heutigen Spielen hätte... Das ist natürlich wieder ein super krassen Superbonus. Man müsste das Ganze dann tragen, richtig? Oder ertragen viel eher. Okay, andere Seite mal probieren. Ach, guck mal hier, der Rowbar ist hier, ne? Das alte Raubein. Ein Krug. Ihr räumt auch keiner auf, ne? Lass uns... Ah! Okay, das ist das Verbindungsstück. Ach ja, wir sind übrigens in Sorn hier in der Stadt. Und das hier ist Robas Festung. Ja, wie? Das führt zum Vorplatz und das führt dann zu Diegos An... Diegos Anwesen? Aha. Und im Osten der Stadt... Ach so, das ist der Ausgang. Das ist die Brücke. Ah, verstehe. Jetzt macht sie das hier auf und dann kommen wir hier raus. Ich hab's begriffen. So, wo ist denn jetzt hier die... Moment mal, hier ist doch irgendwo... Na? Was, na... Na was? Wo muss ich denn hin? Dorthin, wo es was gibt? Hier zum Beispiel? Ja, ja. Alles verschließen sie. Kein Vertrauen haben die Leute mehr, ne? Immer müssen sie alles abschließen. Am Schien des Streiters. Kein Fernkampf. No cry. Nee, glaubt man nicht. Ziehen wir nicht an, dass, wenn es damit jemand sieht, mein Gott. Wo müssen wir denn... Hey, ist da noch mehr oder wie ist das? Wo ist denn? Wo haben die gleich? Ich sehe es auch nicht blinken. Das muss irgendwo anders sein. Oben oder unten? Oder auf der. Oder außen vielleicht? Hm. Das ist möglich. Ja, komm, wir reden mal mit dem König, oder? Herr König, nehmen. Mein Captain. Auch König. Die Schatten, sie kehren zurück. Ich kann sie spüren. Boah, einen König bestellen. Und wenn das... Ach man, das krasse Schloss. Tock, tock, tock. Tock, 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 tock. Bin mal gespannt. So, Belias Blut, langweilig. Oberer Trank, langweilig. Rasender Tod. Gott gleicher Präzision, eine gesamte Kompanie mit Fall niedergestreckt. Was jedoch nicht in den Schriften erwähnt wird, ist, dass er zuvor ein seltenes... Ach so, das haben wir schon gelesen. Drachenjäger-Armbrust. Diese sehr seltene Armbrust wird tatsächlich für die Drachenjagd verwendet. Tatsächlich, Etzeler. Und hat eine unübertroffene Durchschlagskraft. Unübertroffen, das stimmt. Mit 49 Schaden, da fängt das Leben als Drachen, tötet mich erst richtig an. Was haben wir hier? 34, 35, joa, hat einen fetten Bonus. 34 Magiekraft. Vollstrecker-Armbrust. Verstärkte mit 40 Drachenjäger-Armbrust. Okay. Was haben wir denn hier? 180 Belagerungsbolzen.
Ja, ich habe so wenige davon. Die alte Leier. Wieso gibt es denn ja keine Bolzen? Ist das ein Bug? Kann ich keine Bolzen kaufen, weil sie nicht angeboten werden? Ist es die Contente-Mod, dass man sich freut, wenn man... Also dafür müssen dann die Bolzen aber noch krasser sein, finde ich. Ja, das finde ich ein bisschen billig. Verstärkte Armbrust. Ja, ist ja ganz nett, aber... Oh, Ivy ist dummer Bogen. Den müssen wir echt mal den Hühnern geben. Das kann aber nicht angehen, dass wir den Scheißdreck immer noch bei uns tragen. So, Chef, Tag. Der Robber. Geht's? Was macht der da eigentlich? Und wollen wir es wissen? König Robar? Robar ist tot. Lang lebe ich König. Ich habe ihn erschlagen. Klardas hat gesagt. Hat gesagt, ja. Aber ein schicker Reichsadler hinter ihm. Toll. Das Amu. Amu, was? Komm, schwätz. Amu? Amu? Das Amu, Willkommen im Lager. Was? Im Neuen und im Alten? Der Dämon. Der Dämon, ja klar. Okay, der ist fertig. Der hat zu oft einen auf die Rübe bekommen. Ach, guck mal hier. Der ist bestimmt... Das muss außerhalb sein. Ich will dieses Dings da haben. Waren wir unten schon? Ach, im Keller. Ui, jetzt kommt der krasse Kerker. Und im Kerker finden wir eine natürlich im Eimer. Wie heißt nochmal der? Dings ist im Eimer. Lieber so und so. Wie war das nochmal? Im Eimer ist ein Loch. Ein Loch ist im Eimer. Genau so ist es. Himmelarsch, jetzt habe ich das letzte Mal gehört. 100 Jahre ist es ja. Naja. Dach. Und du bist? Gut, dass du da bist. Ach, der Koch. Naja, gut, dass du da bist, sage ich zur Truhe. Schön, dass du da bist. Rote Tränenpfeffer. Nein, danke. Truhe. Mach auf, hey. Ich sehe da Stärke. Na gut, nimm auch. Umbringen müssen wir nicht. So, was hast du Feines vorbereitet? Was kredenzt du denn dem Chef? Gut, dass du da bist. Ja, ich weiß. Nicht jetzt. Ach so. Nicht jetzt. Mhm. Der Herr hat zu tun. So. Da müssen wir als unbedeutender Weltretter erstmal weg. So, kannst du nicht mal wieder Tag werden? Bin mal gespannt. Hier müsste die Brücke sein mit Ost... Ach so, sie hat es schon aufsperren lassen. Sehr gut. Tja, und nu? Ist wieder irgendwas... Was Rotes? Und was Rotes muss man natürlich sofort töten. Ist klar. Denn das lassen wir nicht... Ah, das war der Weg, durch den wir... Oder? Sind wir den Weg gekommen? Ich glaube schon. Kann auf jeden Fall sein. So, Freund oder Feind? Und hier kann ich raus? Nee. Tempelviertel. Was ist denn für ein Tempelviertel? Ja. Ach, die Yilvi. Yilvi. Also wer sein Kind Yilvi nennt, also... Das ist eigentlich schon Kindesmissbrauch, oder? Da könnte man schon mal... Blutnatter-Söldner. Was? Und da drin ist irgendwo... Ach ja, der Innenhof, da müssen wir gleich rein. So, erstmal mit Yilvi reden. Hey. Yo, Yale. Gut, dass du hier bist. Das stimmt. Und sonst? Was tust du hier? Diego und Milton sind nicht mehr aufgetaucht. Am Hafen sind sie auch nicht. Was? Ich habe am Hafen Schleifspuren entdeckt. Sie verlieren sich hier im Arenaviertel. Schleifspuren. Meinst du, sie wurden entführt? Quatsch. Weiß nicht. Die beiden können eigentlich auf sich aufpassen. Sie müssen verraten worden sein. Wenn es Durohangs Werk war, hat er sie wahrscheinlich in die Bastion bringen lassen. Sieh nach, ob du am Hafen noch weitere Spuren finden kannst. Ich kümmere mich um die Bastion. Wird gemacht. Ja, finde ich mal mutig, dass sie auch mal so hässliche Charaktere ins Spiel einbauen. Weil sonst sind sie ja immer so, ne? Die wunderhübschen Elfen-Girls und sowas. Es muss auch mal so ein hässliches, aufgedunsenes, abstoßendes Frauenzimmer wie die Yilvi geben. Das finde ich einfach toll. Gut. Ins Kreuz. Ich! Du sollst mich nicht fressen, du krankes Schwein. Kopfschuss. Ich hau dich zu Klump. Du sagst im Pfeil, nicht mir.
Mein Gott, zieh doch mal. Willst du mich verarschen? Und soll den Kampf gewinnen ich. Ja, Kampf kann man das jetzt nicht unbedingt nennen. Blutnatternstreich. Das ist doch die ganz billige Scheiße, die wir am Anfang schnatten. Die Armbrust, eine Blutnatter-Armbrust, die 7 Schaden macht oder so ein Quatsch. Blutnatter Streitkolben, lass mich raten. Totale Kotze. Wo ist denn? Blut. Schäbiger Rabenschnabel, okay. Wo ist denn jetzt? Es ist jetzt wieder irgendwo zwischendrin. Blutnatter Streitkolben. Halt, ich hab mehrere davon. Das da. Blutnatter Streitkolben, eine Beute, die Standardwaffe von Drurhangs Söldnern. Uiuiui, die Standardbewaffnung. Ja, kein Wunder, kriegt der nächste gebacken, wenn seine. Schrei nicht so. Hallo? Wahrscheinlich eine Maus gesehen. Oder Elfen. Okay. Komme ich da doch nicht rein? Huenos, beschütze uns in unserer Not. Wild am Beten, da wollen wir natürlich nicht stören. Später unterbrechen wir noch das Gebet und dann trifft sie der Schlag, weil Gebet vorzeitig abgebrochen, ne? Und muss wieder ganz von vorne anfangen, vielleicht bildet sie schon seit einer Stunde. Die lassen wir mal schön in Frieden. Ach, wie, guck mal. Götter müssen verrückt sein. Naja. So, das ist was. So eine Art von Kolosseum. Oh Gott, ganz üble. Ganz üble Erinnerungen. Hoffentlich müssen wir da jetzt nicht uns 100. 100 Level tief runtergraben. Wo sind wir denn eigentlich? Ach, hier ist schon Feierabend. Und da unten geht es dann wahrscheinlich weiter. Ach guck mal, die ganze Mauer geht bis nach dort. Das heißt, dann geht es dann wahrscheinlich wieder raus oder runter. Das ist das Tempelviertel, da müssen wir auch noch hin. Oder? Das wird hier ins Tempelviertel führen, schätze ich mal. Und das wird dann der. Ach ja, hier kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen dann hier durch die. Ja. Gut. Dann wollen wir mal. Auf zum freudigen Morden. Blut, Blut. Schafshirte säuft Blut. Raub und Mord. Haben wir schon. Ich hau dich zu Klump! Ja, das sehen wir gleich. Zack. Überfall ist gut, ne? Weil dann müssen wir nicht in den Narc-Kampf mit den Verrückten. Guck mal, wie die Untoten, die haben alle keine. Kein Respekt. Die haben alle keine. Wie heißen sie? Taschen. Was war das jetzt? Irgendein Schwert. Blutnatternschwert. Ja, was wird das sein? Macht wahrscheinlich den 9 Punkte Schaden. Uiuiui, das sind die krassen. Die Elite-Truppen. Von mir aus. So. Gut, dass ich die Karte habe. Das hätte ich jetzt komplett übersehen. Dass da noch eins liegt. 24 von 30. Verdammt. Rotes Erz. Wir brauchten für irgendwas rotes Erz. Den Schild, oder? Genau. Schild des Grolls. Wir brauchen noch mehr Erze und nach, oh Gott, eine heilige Essenz. Oh Gott, bis wir die gefunden haben. Oder ob wir die jemals finden. Ich weiß es nicht. So, das ist das Kolosseum. Aber ich sehe doch, dahinter ist ein Durchgang. Oh gut, das ist vielleicht so eine Art von Mini-Boss-Kampf. Das jetzt irgendwie. Oder ein Mini-Boss-Kampf, je nachdem. Wo wir dann gegen so einen krassen Superkämpfer ran müssen. Na! Moment. Alles klar. Dass wir gegen den. Irgend so einen krassen. Super, genau, der Champion von Druck. Druckhahn, wie er heißt. Jetzt gibt's aufs Maul! Ah ja? Stimmt sogar. Aber bei dir. Ich shit! Mich zum Frühstück. Sollst du mich zum Frühstück fressen? So. Daneben. Verdammt! Na gut, eigentlich hat er getroffen, aber. Kommt einfach irgendwie, weiß nicht, cooler. Wenn wir sagen, hat er gar nicht wehgetan, ne? So wie man sich anstößt und könnt vor Schmerz anfangen zu weinen, aber kannst natürlich dem Feind nicht die Genugtuung darf sie nicht geben. Daneben. Wenn er sich als umguckt, hä? Ich hau dich zu Klump! Ja. Und dich zu Klump. Blutnatterstrahl kommen, bla. Oh, lecker. Krass. Hä?
Ah, ja. Drücken Sie es einmal mal rein. Okay, dann andersrum. Hier links? Ja, hör auf zu heulen. Am Osttor, sei dort. Blabla, Osttor, sei dort. Was hat er gesagt? Osttor. Ja gut, von mir aus. Fred Osttor. Da muss man auf jeden Fall mal Hallo sagen. Und da glitzert es schon wieder. Sei gegrüßt, Hirte aus Feschir. Was? Okay. Sei gegrüßt. Wer hat mich jetzt gerade gegrüßt und warum? Osttor. Ich muss gleich auf die andere Straßenseite. Ich sehe es doch jetzt schon. Achso, da sind wir. Oh. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Und es gibt. Heute gibt's mal. Oh, mechanischer Stechhelm der Ausdauer. Die in diesen Helm geätzten Runen haben seine Struktur ein wenig geschwächt, aber dafür stärkt er nun die Gesundheit seines Trägers. Toll. Interessiert mich jetzt irgendwie nicht so. Wollte schon sagen, wenn ich da nicht rüber kann, dann stimmt da was nicht. Ja. Jetzt findet man sehr, sehr, sehr viel von diesem, klar, von diesem High-End-Kraut, wie Kronstärkel. Womit man die ganz üblen Tränke machen kann, ganz klar, ganz klar. So, da ist irgendwie, der Busch ist zu dicht. Ja, gut, Levelbegrenzung, mein Gott. Irgendwie muss man es ja machen. Und ist man noch besser als eine unsichtbare Wand. Ist einfach ein solider Busch. Na? Kennt man auch noch aus den 80ern oder 70ern. Was? Da geht's wieder zurück, richtig? Jawohl, das war die... Wenn du noch lebst, die Tür ist zugenagelt. Ja, versuch auch... den Marktplatz zu erreichen. Jawohl. Da müssen wir den Marktplatz, glaube ich, erreichen. Und da müssen wir irgendwie rein. Wie machen wir das denn? Hier kommt mir keiner rein, tot oder lebendig. Der tot reinkommen ist ja auch... Naja. Ganz schön dumm, der Typ. So, da müssen wir irgendwie hin. Jetzt lass mich da rein. Ich werde langsam fuchsig. Und ihr wisst, was passiert, wenn ich fuchsig werde. Dann schlage ich wieder alles kurz und klein. Oder erschieße es einfach. Ach Gott, im echten Leben ist das so schön, oder? Manchmal... Also, wäre eigentlich schlimm. Ja. Ich hau dich gleich zu Klump. Was ist denn jetzt? Ach. Ach, guck mal. Ich war zu laut oder zu schnell. Jetzt haben sie mich da gesehen. Okay. Das ist ja verrückt. So, die ist schon mal weg. Und dich soll der Blitz treffen. Beim Scheißen. So, da kann ich rein. Ja, dann gibt's das letzte Aufgebot an Feinden, schätze ich mal. Genau, und wir müssen. Auf die andere Seite müssen wir auch noch. Ja, so viel zu tun, so wenig Zeit, ne? Große Mana-Pflanze, ja. Ich sammle es mal ein. Das ist jetzt so eh schon längst zur Gewohnheit verkommen. Ich fress ich zum Frühstück! Ja, was ihr alle... Frühstückt? Wieso fällt der nicht tot um? Ach so, weil er erst elektrisiert sein muss. Ja, klar. Das ist irgendwie auch ein bisschen doof. Antike? Wie antike Armbrust. Ist Antike nicht immer super gewesen? Wieso liegen hier lauter Bolzen rum? Hier ist kein Platz mehr. Dann gehe ich mal das hin. Danke für den Tipp. Essenz der Unsterblichkeit. Ja, was ich dabei gedacht habe, dass man da ständig lauschen kann, reinhören kann bei den Leuten, weiß ich nicht. Ob das so geil ist, naja. Ach, hier auf dem Auto. Ach nee. Ja. Hat jemand auf dem Klo das gesagt oder wie ist das? Alles klar. Kommt da nicht rein? Also. Von oben. Stets von oben. Rasender Tod. Ja. Gut. Damit sind wir fertig, oder? Jetzt haben wir hier das Zeug auch geholt. Also da muss ich... Wieso ist denn da der Kringel? Da innen drin. Was ist das hier überhaupt? Eine Art... Eine Wachhaus? Dafür ist es ein bisschen groß, oder? Die Kaserne wahrscheinlich. Ja. Aber ich muss erstmal auf die andere Seite, meine ich da. Ja. Da gibt es noch was zu holen. Also sagen wir gleich rein. Erstmal hier die Rückseite. Sei du doch... Auf mir... Was ist... Achso. Dich fress ich zum Frühstück! Ja, hab ich auch schon gemerkt. So. Das ist natürlich wieder super clever gewesen. Hör auf da oben zu schießen, du dummer Hund.
Na, pass mal auf. Bogenschütze hat eine Armbrust. Komm. Noch so ein Lappen. Okay. Den ganzen Müll einsammeln. Das ist wirklich das einzig Gute, dass sie alle die gleiche Ausrüstung haben. Da kann man einfach nur den ganzen Batzen nehmen und den verkaufen oder im Klo runterspülen. Obwohl, es gibt eine ganz üble Verstopfung. Oh, die hat aber auch ganz üble Verstopfung. Aber jetzt erinnere sich deswegen... Ja, dir. Mir nicht. So, und der Blitz, zack, regelt. Ach guck mal, da geht es regulär weiter. Das heißt, diesmal auf jeden Fall halb richtig. Ne, erst in die andere Richtung. Ach guck mal, der Geist auf der Mauer. Was macht der denn hier? Die Erscheinung. Ach. Sei gegrüßt, Hirte aus Feschir. Jetzt hat er da drüben schon gesagt. Du. Dein Fortschritt ist bemerkenswert. Doch schon bald wirst du meine Hilfe benötigen. Ach ja? Warum sollte ich deine Hilfe in Anspruch nehmen? Woher weiß ich, dass du nicht sogar mit Xesha unter einer Decke steckst? Ich habe meine eigenen Pläne. Die Anbael sind eine unwillkommene Komplikation. Xesha, Anbael, also red von diesen komischen Gargoyle-Weibern, oder? Du wächst nicht gerade Vertrauen in mir. Wenn du deine Ziele erreichen willst, wirst du meine Hilfe annehmen. König Roba wird für mich bürgen. Klar. Für den Geist. Klar. Der König ist zurzeit nicht einmal dazu in der Lage, seinen eigenen Hintern abzuwischen. Wie soll er für dich bürgen? Er wird dazu in der Lage sein. Dafür werde ich sorgen. Du wirst sein Wissen benötigen. Lass mich raten. Ihr wart damals alle die dicksten Freunde und du hast Roba Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen, als er 5 war. Der König hat mir einst eine Handbreit Stahl zwischen die Rippen getrieben. Er war aber ein gutes Werkzeug, so wie du. Mhm. Aber den fetten Diss... Was, Adler? Wie Adler? Adler? Bitte? Adler. Okay, er sieht langsam schon Dinge, er hört Dinge. Ich glaube, so langsam verliert er den Verstand hier, unser Hirtenjunge. Sieht schon Dinge, hört schon Dinge, die einfach nicht da sind. Naja. Wobei, ich zeichne es ja auf, oder? Ja, Aufnahme läuft. Das heißt, ist für die Nachwelt aufgezeichnet, dass es wirklich so ist. Weil jetzt sind wir dann die ersten UFOs. Ja, und dann ist es eh vorbei, glaube ich, das Spiel. UFO ist dann Endgame. So, magische Trank. Oh, ich kann es echt schon nicht mehr sehen. Er legt die Scheiße doch dann von mir aus überall hin oder gibt mir irgendwie, weiß ich nicht, alle 30 Minuten mal nur eine Kiste. Und die ist dann wenigstens prall gefüllt mit Scheißdreck. Und nicht irgendwie alle 10 Minuten eine Kiste, damit man so tut, als ob man die Welt hier sinnvoll und so weiter, ne, füllt. Ist ja mehr Dekoartikel. Und die Tür ist... Ja, von der Seite sieht man sie gar nicht, die Trennwände. Ja, ich müsste jetzt hier 20 von diesen komischen Hellebarden finden. Altes Nordmarschwert. Und ein Smaragd. Da wollte ich schon liegen lassen, weil dafür ist kein Platz. Zange? Nee. Die Zange genommen. So, Schwert. Altes Nordmarschwert. 17, sehr gut. Blutnatternschwert, Schwert, 7 Schaden. Also, ja, ist wahrscheinlich auch so der Sinn dahinter. Das sind einfach nur Gegners. Moment, komme ich da unten gar nicht rein und muss dann oben rum über die Mauer? Oder wie ist das gedacht? Hier ist, was ist das? Zetarif. Ich denke, das ist die... Ach nee, Quatsch. Ach, Zetarif? Ah, ja, ja, klar. Das ist dann... Ah, das sieht sehr grün aus. Das heißt, dann müssen wir hier über diesen Dschungel... Ich dann hier am Land am Rand entlang oder ein Teleporter führt mich dann dahin, weil hier war ja Seetarif, ne, wo wir davor standen, und dann kommt man aber nicht rein. Das heißt, das kommt dann, ah ja, was haben wir denn jetzt, Folge 30 oder sowas, und wir haben 30 Stunden dann also etwa und sind immer noch nicht fertig. Da stand irgendwas von
Komplettisten machen, das sind 31 Stunden. Bin ich so dermaßen langsam? Ich weiß nicht. Ich raff das einfach nicht. Wache. Okay. Die ist nicht mehr so wach. Also er. Doch irgendwie sie ist. Oh, was weiß ich. Gittertür. Ah, da ist doch irgendwer ist da gefangen. Den Schlüssel hatten sie in Kurhans Truhe gepackt. Ich hab's gehört. Hey, hat Dacker dich geschickt? Ja, ja. Irgendwas mit Truhe. Ach, ich muss den Druahan selbst schlachten. Also doch oben rum, ich verstehe. Das hier die Truhe. Ach so? Das wusste ich ja gar nicht. Also ich finde es auf jeden Fall. Ich finde es nicht gut. So, Knüppel. Sehr gut. Wie so ein Depp. So, es sind einfach nur Wachen mit Blut. Ja, die machen. Die haben Waffen, die 7 Punkte Schaden machen. Ich meine. Verstärkter Schild. Großschwert. Tanzender Säbel. Sind das Spezialwaffen? Tanzender Säbel? Kurzmesser. Achso, da habe ich den schon, den tanzenden. Stand da wirklich tanzender Säbel? Großschwert haben wir doppelt, ja. Oder was ein Varantinischer? Wo habe ich den Tanzen gelesen? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Will ich mal wieder das Tanzbein schwingen? Verstärkter Schild? Nö, danke. Tschüss. Verwitterter Schild? Nö. Blutnatternd Schild? Auch nicht. Gravierte irgendwie was? Oder wo? Oder wann? Oder wie? Nö, auch nicht. Was ist das hier? Mutanischer Plattenpanzer. Ist nicht so meins. Hat keinen Fernkampfbonus. Rostiger Paladin-Schild. Gut. Komische Sturmhaube der Weisen, aber das ist nicht für uns. Ach Gott, geht's gerade weiter. Schwerer varantinischer Turm. Diese Helme werden durch eins von Vultus Experimenten verstärkt. Zu seinem Leidwesen wollte er sich jedoch verflüssigen. Was? Verflüssigen? Säbel, Barbarenschwert. Paladin-Schild, diesmal nicht in kaputt. 180, boah. Der Stahl dieses Schildes wurde mit magischem Erz legiert, was ihn sehr leicht und unglaublich widerstandsfähig macht. Nur die Elite der amerikanischen Truppen ist berechtigt, einen solchen Schild zu tragen. Stimmt, den Schild konnte man ja auch hochheben oder rollen. Zellenschlüssel für die Bastion. Dieser Schlüssel. Blablabla, okay. Zellen in Thornariar. Meisterhafter Krusch. Krusch irgendwas. Ah ja, im Jägermeister ist die Axt blutender Schild. Ich nehme einfach mal alles mit, ne? Alles ein bisschen. Wie ist denn hier alles so. Weiß ich nicht. Wie Marke Eigenbau. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man dann irgendwie Räume, Häuser mit jede Menge Scheißdreck. Ah ja. Wollen sie sich ja mal besorgen und hierher tragen können, oder? Ne, zu viel verlangt. Oh, Gespräch, Achtung. Endlich meine Rettung. Baldun? Ich hab gedacht, ich muss hier verhungern. Wem gehört die Kiste, aus der ich den Schlüssel zu deiner Zelle und diesen Armreif hier habe? Das ist Druahangs Kiste. Druahang? Wo finde ich ihn? Er ist nicht hier. Er hat Lord Hagen in die Arena schleppen lassen. Dann ist er verschwunden. Was hat Druahang mit Hagen vor? Dieser Größenwahnsinnige will ihn öffentlich in der Lord Dominic Arena abschlachten. Als Spektakel für seine Männer. Wie komme ich in die Arena? Durch den Graben. Dort gibt es einen Gang, der zum Verlies der Arena führt. Ja. Am besten gehst du durch den Hinterausgang im Westen der Bastion. Das ist der Weg, den Druahangs Männer gegangen sind, als sie Lord Hagen zur Arena gebracht haben. Hier. Diesen Schlüssel habe ich vorhin einem von ihnen geklaut. Es ist einer der Schlüssel, die Druahang an seine Männer verteilt hat. Mit ihm sollte es dir gelingen, in das Verlies der Arena zu gelangen. Ja. Sturm auf die Bastion. Erfahrungspunkte, Haken auf eine Spur. Neukreis aktualisiert, mal den Schlüssel halten. Was ist hier passiert? Wir sind losgezogen, um Druahang das Handwerk zu legen. Haben seine Söldner mühelos in die Bastion zurückgedrängt. Das dachten wir jedenfalls, aber es war eine Falle. Eine Falle? Ja. Druahang hat einen Befehl gebrüllt und plötzlich hat es Untote vom Dach der Bastion geregnet, mitten in unsere Reihen hinein. Die Söldner haben uns in dem Chaos mühelos überwältigt. Diejenigen von uns, die nicht gefressen wurden, siehst du hier. Untoten gefressen? Was? Die Untoten gehorchen also Druahang. Das tun sie. Er hat sich gebrüstet, sie seien seine Armee.
Ein Geschenk seiner Herrin. Okay. Ein Geschenk seiner Herrin. Ach, die Dämonenalte wahrscheinlich, ne? Nun gut. Gibt's hier irgendwas zu holen? Irgendwas Wertvolles in den Zellen? Ist mal ganz merkwürdig. Aber manchmal, ja, manchmal ist es so. Was hat er hier gemacht? Irgendwas versteckt? Irgendwelche Drogen vielleicht? Nee. So, also da ginge es raus. Den Schlüssel haben wir. Was ist jetzt hier? A Gothic Tale auf Hagens Spuren. Versuche durch den Graben in das Verlies der Arena zu gelangen. Wird erledigt. Du hast von Maldun erfahren, dass Drurhangs Männer Lord Hagen in das Verlies der Lord Dominique Arena gebracht haben. Maldun hat dir einen Schlüssel gegeben, den er einem von Drurhangs Männern entwendet hat. Mit ihm, nee, geklaut, hat er gesagt. Mit dem kannst du dir vom Burggraben aus Zugang zum Verlies der Arena verschaffen. Dort müsstest du Lord Hagen finden. Ja, ich will nur schauen, ob das wirklich auf ist. Er geht. Tatsache. Machen beide auf. Gut. Und dann jetzt erstmal den Turbo. Ihr seid schon lieb, oder? Wo ist der Rest der Truppe? Tot. Gefressen anscheinend. Ich kann es nicht bestätigen, aber das sind die Infos, die wir haben. Mehr kann ich leider zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Feind? Jawohl. Tot? Jawohl. Klar, das ist nicht getroffen. Da ist doch jemand. Nehmt ihn in die Zange! Das Problem ist, die werden mich zum Frühstück verspeisen. Glaube ich. Komm. Ja, wo ist er? Guck mal, hat er keinen Bock zu zielen. Ein bisschen verarschen. Jetzt will er jetzt nicht mehr zielen. Ah. Dich fress ich zum Frühstück! Ah ja, zum Frühstück fressen will er mich. Ich hau dich zu Klump! Weiß, dass er rechts ansteht. Himmelarsch, jetzt ruckt das so. Lass das mal sein. So, tschüss. Okay. Es hat Untote geregnet. So, so. Und das soll ich glauben. Hm. Dax. Nicht Dax. Cats und Dogs. Ja. Aber dir. So, fairer Kampf. Fast. Eröffnet im Kopfschuss und danach. Nee. Und danach kam der Knüppel. So und nicht anders. Okay, sind wir dann komplett fertig, ne? Ach ja, die komische. Die Festung ist eigentlich lieb. Sieht aber ziemlich böse aus. Finster. Finster, finster. Hier müssen wir nicht lang, wir müssen unten rum. Passt schon. So, irgendwelche Belagerungsbolzen, natürlich. Und die verstärkte Armbrust dazu. Ich kenne auch meine Pappenheimer mittlerweile. Gut, dass wir hier ein Dach haben. Es fängt mich wieder an zu regnen. Hm. Aber im Gebirge hat es auch nicht geschneit. Das finde ich doch sehr enttäuschend. Da habe ich mehr erwartet. Moment, wollten wir seine Waffen fallen lassen? Achso, hier. Und dann hat er sich da verabschiedet. Alles klar. Achso, wir machen hier den doppelten Schaden mit Fernkampfangriffen. Ja, ja. Deswegen ist ein Kopfschuss hier immer direkt. Nanu? Ist ein Kopfschuss hier immer direkt Feierabend. Für die Herrschaften. Ja, ja. Soll ich öfter mal schleichen? Aber irgendwie, weiß ich nicht, mag ich das nicht. Hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es sowas wie Heimlichkeit überhaupt gibt, ne? Wollte dieses Schleichen. Als mir diesen Klack, 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 Klack gegeben. Naja, wenn ich. Na. Danke, Mann. Kein Problem. Vielleicht war es auch ironisch gemeint, weil ich mir gerade einfach so in die Seite gerast bin. Weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Danke, danke fürs Anrempeln. Finde ich super. Jetzt werde ich eingekerkert, jetzt bin ich auch noch von irgendeinem dahergelaufenen Schafshirten angerempelt. Muss das sein. Schon hartes Los, der Typ. So, und jetzt kommt diesen krasser Arena-Kampf. Ich hab's schon vorausgesagt, geahnt. Und ich glaube, dass es das sein wird. So, da muss ich rein. Sehr schön. Hoffentlich keine 100 unterirdischen, ich weiß nicht, Level, ne? Unter dem Kolosseum lauter Untote und die immer wieder spawnen. Da hätte ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf und dann muss ich das hier nämlich auch abbrechen. Hm. Gut. Tag. Auf Hagens Spuren. Mal du den Schlüssel erhalten. Entfernt. Hä? Wie soll ich den denn erhalten? Ach so, weil ich noch mehr Türen offen machen muss, wird er erstmal entfernt und dann wird er. Dann erhalte ich ihn nochmal neu. Jetzt gibt's aufs Maul! Was gibt's? Wo ist denn hier? Jetzt gibt's auch.
Maul! Kannst du mich verarschen? Da sitzt doch gerade einer oben. Ach, da links ums Eck ist die Sau. Komm. Anlegen. Ah. Stufenaufstieg. Bereit. Da haben wir auch einige. Wir probieren einfach mal. Was haben wir denn? Genau, das hier können wir jetzt voll aufladen. Dann haben wir den Sturm der Qualen. Überlade diesen Zauber, indem du ihn maximal auflädst. Die überladene Variante dieses Zaubers wirft eine statische Ladung von 235 Mana, die vom getroffenen Ziel auf alle weiteren Gegner in Reichweite überspringt. Jedes getroffene Ziel wird für 4 Sekunden elektrisiert und erhält 118 Schaden. Ah ja. Und zwar die Kombination. Eine Auswahlattacke überbrückt automatisch Distanzen. Nee. Lasse auf einen Nahkampfangriff exakt dann eine weitere Folge. Nee, das sind so Kombinationsdinger. Schmetternder Schlag. Schlage einen Gegner durch Drücken der Nahkampfangriffstaste während des Blockens. Mach einen kurzzeitig Kampf unfähig. Nee. Gut, dann standardmäßig mehr Mana und mehr Fernkampfkraft. Mehr wollen wir im Leben gar nicht. Im Leben des Schafshirten. Wieso liegt denn hier ein kaputter? Das war ich aber nicht, oder? Wieso liegt die. Ach, hä? Warum? Den haben wir getötet? Ach, vielleicht ein Durchschuss. Haben wir versehentlich beide getötet. Ja, ja. So, jetzt sind wir gleich unter der Arena. Sehe ich das richtig? Wir sind schon unter der Arena. Wir müssen in die Arena. Hinein. Ja, hier sieht es auch besonders toll aus. Guten Tag. Machen wir das Licht an. Oder auch nicht? Wer bist du? Was tust du hier? Ach, die Stimme, gib auch. Ich hole euch hier raus. Was ist mit Diego und Milton los? Ach, der Chef? Sie wurden vergiftet, genau wie ich. Vergiftet? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Das Gift wird uns nicht umbringen. Das will Druahang in der Arena erledigen. Er will es wie Zweikämpfe aussehen lassen. Aber es ist alles nur Schau für seine Leute. Ach, guck mal. So ist es, mein Freund. Miltons Kontaktmann war ein Verräter. Ich war unachtsam. Was ist passiert? Als du fort warst, ist der Kontaktmann aufgetaucht. Er war völlig außer Atem und hat gesagt, Milton würde in Schwierigkeiten stecken. Ich bin ihm gefolgt. Direkt in einen Hinterhalt. Dummkopf. Nanu, der Dritte? Mir hat er etwas in die Mana-Tränke gekippt. Ich kann immer noch nicht zaubern. K.O.-Tropfen. Mein Gott. Dieses Schwein. Wie heißt das Schwein? Cerone. Er war mal einer von Hagens Männern. Ich hätte nicht gedacht, dass er mit Druahang gemeinsame Sache macht. Milton war nicht der Einzige, der andere falsch eingeschätzt hat. Ich sehe jetzt, dass Druahang schon damals ein falsches Spiel mit uns getrieben hat. Ich habe 4 unschuldige Männer vom Hof verjagt, weil ich dachte, sie seien Verräter. Aber zumindest hat Lord Hagen auch Lord Hagens Stimme. Das heißt, dass ich mit eurer Unterstützung in der Sache rechnen kann. Oder wie war das nochmal? Das fand ich einen super Spruch. Und dann, was war das noch mit? Das könnt ihr, denn das habt ihr. Oder irgendwie sowas war das damals noch. Ja, ja, das war ein super Dialog damals bei Gothic 2. The Metal Age. Was? Warum wollte Druahang euch loswerden? Um den König zu isolieren. Er war schon in schlechter Verfassung, als wir gegangen sind. Und ohne seine Freunde. Mhm. Also jedes Mal, wenn ihr mit mir spricht, kriege ich 8 oder Erfahrungspunkte. Geil. So gerne öfter. Ich werde an eurer Stelle in der Arena kämpfen. Genau. Dieser Hund soll eine hässliche Überraschung erleben. Gute Idee. Ich will Druahang nicht im Rücken haben. Das ist nicht alles. Er hat Ivy auf dem Gewissen. Mein Gott. Druahang hat Feshir niedergebrannt? Ich habe Ivys Verlobungsarmreif unter seinen Trophäen gefunden. Jetzt wird er büßen. Oh. Ich verstehe. Druahang hat für uns hochwertige Rüstungen bereitgestellt, damit wir bedrohlicher wirken. Ich denke, wenn du eine von denen trägst, wirst du es, im Gegensatz zu uns, auch sein. Ah, die nächste. Okay. Myrtanischer Prunkharnisch. Diese mit magischem Erz legierten Rüstungen werden eigenhändig von den Meisterschmieden des Königs für seine Paladine geschmiedet. Sie sind praktisch unbezahlbar und von mundaner Rüstung nicht zu übertreffen. 260er, boah, ja, von allem Abyss.
Mechanische Kriegsrobe. Ui, leichte Rüstung. Sogar 90 Rüstung. Eieiei. Diese Kriegsroben werden vom Tempel des Innos auf dem Festland gefertigt und sind mehr Rüstung als Robe. Der hohe Anteil an magischem Erz und Innos Segen erlauben den Magiern in Roba des Dritten Reihen, auch im dichtesten Getümmel ihren Zauber zu wirken. Mana Kraft und Regeneration. Ja, und fetten Mana. Mirtanischer Lederkyras, den müssen wir wieder nehmen. Mittelschwere Rüstung. Diese Lederrüstung wurde mit gehärteten Stahlplatten verstärkt und wird von den Schützen, Spähern und Saboteuren des Königs getragen. Dank ihrer hervorragenden Verarbeitung und der überlegenen Qualität ihres Stahls bietet sie besseren Schutz als Gott. Also ein Stehwarker Plattenpanzer, das ist natürlich nicht schlecht. 140er Rüstung, okay, 13 Kampfkraft, nicht schlecht. Mehr Mana, Lebenskraft, Lebensregeneration, Mana-Regeneration, ich wähle dich. Sei mir gegrüßt. Ja, sei mir gegrüßt, liebe Rüstung. Und? Wie kann ich dir helfen? Nee, alles klar. Ihr könnt mitmachen, ihr faulen Schweine. Aber ihr seid ja vergiftet, ne? Ja, ja, klar. So, Myrtanischer. Von 90 auf 140. Und der Rest ist auch irgendwie super. Blutnatterschild, bla. Rüstung, bla. Schild und so weiter. So, der Hagenlord. Ich habe wichtige Entscheidungen zu fällen. Ja, 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 ja. Und du? Ich hau dich zu Klump! Was ist? Ach so. Shit, falscher Knopf. Ach, der Zirone. Ja, das war krass. Wie, das war's schon? Zu verarschen? Das war der hinterhältige Zirone. Okay. Ich bin gerade überaus beschäftigt. Ach so. Ich sehe es. Wie beschäftigt du bist. Was stimmt denn hier gerade nicht? Ach, ich habe den Turbo drin, der will immer rennen. Deswegen ist die Steuerung auf engem Raum so richtig schlecht. Naja. Okay. Was war jetzt hier? In die Arena. So, betrete die Arena. Drohagen wartet in der Arena auf Diego mitten unter Lord Hagen. Dank des Verlobungsarmreifs, den du in Drohags Kiste gefunden hast, weißt du, dass Drohagen für Erwis Tod verantwortlich ist. Die Stunde der Rache ist gekommen. Geh in die Arena und zeige Drohagen, was ein glorreicher Zweikampf ist. Jawohl. Zu Befehl, dann machen wir das einfach mal. Und schlachten Drohagen. Den komischen Pispagen da, gerade haben wir schon alle gemacht. Jetzt geht's los. Ja, geht los. Achtung, eine krasse. Ich sag mal, es kommt eine krasse Sequenz. Wer zum Belia bist du denn? Was willst du hier? Deinen Kopf. Meinen Kopf? Weißt du überhaupt, wer vor dir steht? Wo der ist? Ich bin Druhang, der künftige König von Argan, die rechte Hand von Xesha. Xesha? So ist das also. Sie ist als Nächste dran. Jetzt geht es erst einmal um dich. Ha, du kennst die Prophezeiungen nicht. Nur ein Mann aus Feshir kann Xesha töten. Ist das so? Ja, und ich habe für meine Herren jeden einzelnen Bewohner dieser kümmerlichen Insel getötet. Du hast mich übersehen. Was? Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Schützen! Feuer! Tötet ihn! Ich werde dich töten! Ach, ihr Gelungszeug. Halt, wir können mal komplett aufladen. 1, 2, 3, tschatscha. Und, nächste Stufe. Ah, ich merke schon. Hier müssen wir mit der Armbrust ran. Die Drachenjäger-Armbrust. Mit den guten Sägezahnbolzen. Für die guten Kopfschüsse. Hervorragend. So. Ja, die schießen jetzt ein bisschen. Eins. Halt, das lohnt gar nicht. So, und? Bam! Du hast was. Probleme haben wir alle. Kopfschuss. Ja, der ist sofort tot. Er ist wirklich tot. Ach, ihr könnt dummes Zeug. So, du bist schon mal weg. Nehmt ihn in die Zange. Alter, müssen wir richtige. Ne, Pfeile nehmen, andere. Einen Moment. Gut. Was war das? Fernkampf haben wir gesagt. Dann nehmen wir wieder den Jotenbogen. Guck mal hier. Nahkampf, Fernkampf. Nein. Tiger Armbrust ist Quatsch, die nehmen wir nicht. Wir nehmen den edlen. Ne, Bogen des Leids. Ja, ja. Macht nur einen Punkt mehr Schaden. Alles immer so ein bisschen merkwürdig, aber gut. So, Drachenjäger. Jetzt überlege ich gerade, soll ich vielleicht einen leckeren Trank mal nehmen? So einen Mana-Trank und dann mit dieser komischen. Der Erdbeben-Rune. Diese Rune fügt allen Gegnern im Umkreis Schaden zu und wirft sie zu Boden, wenn sie Menschen sind. Es sind Menschen.
Und der schnellen Hand. Runde der Wut für mehr Schaden. Ach gut, da ist sogar der Mana-Trank. Machen wir das mal so, weil die benutzen wir eh nie. Heißt, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Das mache ich alles im Menü. Mana-Trank, 100 Mana. Ja. So, trinken wir erstmal alles an Mana-Zeug. Und dann bitte die Null. Wer hat denn die Null gewählt? Na, ich. Bam! Jetzt gibt's aufs Maul! Ja. So, alle mal bitte hier antanzen. Nehmt ihn in die Zange! Alles klar. Schnappt ihn! Ja, ja, schnappt ihn. Ich habe tatsächlich daneben geschossen. Auf einen Meter Entfernung. Okay. So, voll aufgeladen. Ach komm, das ist der Hammer. Der Hammer macht's. So. Verlangsamen, Hammer. Alles klar. Und voll aufgeladen. Kopfschuss 1. Kopfschuss 2. So, jetzt gibt's ein paar Kopfschüsschen. Guten Feinden geben wir noch ein Schüsschen ins Gesicht, nein. So. Quest aktualisiert. Für Feschir. Ja, schön. Was ist? Ach, der Geist da hinten. Ja, ja. So, für Feschir, das war die krasse Rache. Wahnsinn, oder? Wow. Ja, normalerweise auf höheren Schwierigkeitsstufen müsste man hier wahrscheinlich permanent irgendwelche Tränke in sich reinballern. So natürlich kann man sich das schenken. Vielleicht den Verlangsamungsquatsch mal aktivieren können. Wow. Nicht so kaputt schießen können. Oder nicht. Ich hätte auch die Wutrune benutzen können. Oh mein Gott. Warum kompliziert? Ach ja, das ist ja kalte Witwe hat er. Was hat der gerade? Eine krasse Armbrust. Kalte Witwe. Das Nordmarschschwert. Ach nee, kalte Witwe. Einhänder. Du hast noch ein Schwert, getränkt im Blut seiner Opfer. Ein Treffer mit dieser eisigen Klinge hat eine Wahrscheinlichkeit von 100%, den Gegner für 8 Sekunden für 66% seiner normalen Geschwindigkeit zu verlangsamen. So, dabei 50. Ach krass, 100%? Willst du dich verarschen? Da kann die Orkanaxt aber weg. Mit seiner 10% Blitzgeschichte. Ist ein Einhänder, sehr gut, ja, ja. Da war irgendwas noch mit. Ach, ein Schild hat er wahrscheinlich gehabt, oder? Natternbiss, ja, ja. Drurahangs Schild, geschmückt mit seinem Emblem. Wenn man sie aus den Augenwinkeln betrachtet, scheint sie die Natter zu bewegen. Mein Gott. Was haben wir? Magiekraft, Mana-Regeneration, Mana. Lebensenergie ein bisschen mehr. Komm, wir nehmen den Schild. Haben wir von ihm bekommen. Wir, ja, benutzen quasi sein Zeug für unsere guten Machenschaften. Oder, weiß ich nicht, Rache. Ist das so gut? Weiß ich nicht. Oh Gott, den ganzen Müll müssen wir auch noch einsammeln. Hoffentlich, nee, sind gar nicht so viele. Wie hätte man das denn sonst gemacht? Wahrscheinlich sich clever irgendwie wahrscheinlich zurückziehen müssen, hätte man wahrscheinlich, oder? So, die Frage ist, gibt es hier was? Müssen wir einmal rund um die Platte, dann wissen wir's. Ich habe nämlich so eine Vermutung, dass das hier oben gar nichts gibt. Aber wir müssen es natürlich trotzdem in Erfahrung bringen, ist klar. Und der Regen hört auf, na immerhin. Ob es was gibt, weiß ich nicht. Hälfte haben wir schon. Oder? Kann sein. Unten ist der Chef. Der Geist. Ja. Ja, schon ist eh rum, perfekt. Perfektes Teaming. Hier ist. Hier sind wir hergekommen, oder? Genau, dann ist der reguläre Ausgang. Ja, ja, ja. So, ganz kurz mal eben. Für Veschir! Du hast dich an Drohake gerecht, aber wie es scheint, war Xesha derjenige. Ne, diejenige, die den Angriff auf Veschir befohlen hat. Möglicherweise kann die Xardas mehr erzählen. Ah, ja. Da müssen wir jetzt also quasi rechts raus, runter, dann bis zum Süden. Verstehe schon. Dessen Abbild dir gleich nach dem Kampf erschienen ist. Ach so, rede mit Xardas. Nein. Im Bann des Dämons. Du bist der Hirte, der den verfluchten König retten muss, damit der König, der im Herzen des Königs wächst. Was?
Der Dämon, der im Herzen des Königs wächst, die Schwelle zur Welt nicht überschreitet. Geh nach Thornian wieder raus. Ja, ja, das haben wir alles. Gut. Boah. Los geht's. Waffe weg. War deine Rache befriedigend? Nein. Ich fühle mich nicht besser. Aber ich musste es tun. Gut. Ich brauche Leute wie dich. Die Pflicht ruft. Der richtige Augenblick ist gekommen. Was willst du? Es gibt einen Weg, den Wahn des Königs kurzzeitig aufzuheben. Er wird uns, das heißt dir, sagen, wie wir Xeshas Macht brechen können. Okay. Moment. Was ist mit den dreien im Kerker? Ich kann sie dort nicht verrotten lassen. Ich werde in der Festung Bescheid geben. Du hast jetzt Wichtigeres zu tun. Wie soll uns der König helfen können? Das Übel, das von ihm Besitz ergriffen hat, nährt Xeshas Macht. Wenn einer weiß, wie wir es bekämpfen können, dann er. Wie willst du den Wahn des Königs zurückdrängen? Aus der Nähe der Arena entspringen geringe, aber intensive Innos-Emanationen. Sie kommen aus Lord Dominics Grab. Das war ein guter Zufall. Lord Dominic? War das ein Typ oder nicht? Wer war Lord Dominic? Eine Legende. Er war der Paladin, der einst die südlichen Inseln für Myrtana erobert hat. Diese Arena wurde ihm zu Ehren neben seinem Grabmal errichtet. Du vermutest, in dem Grab von Lord Dominic liegt ein Wundermittel? Nein, eine Reliquie. Dominics Stirnreif, seine göttliche Kraft, wird das Übel im König zurückdrängen. Allerdings nicht für lange Zeit. Ah, Stirnreif, genau. Ich frag mich mal, was dieses Circlet bedeutet. Wie man das übersetzt. Stirnreif, klar. Ja, dann werde ich Lord Dominics Grab... Dann werde ich Lord Dominics Grab für einen guten Zweck schänden. Wo liegt Dominics Grab? Westlich von hier. Du musst an der Klippe entlang. Das Grab ist gesichert. Halte die Augen offen. Noch brauche ich dich. Schänden für einen guten Zweck. Das ist immer dabei. Alles klar. So, hat der Geist auch noch die Tür aufgemacht? Ach, der bleibt hier. Ah ja. Ah, wie ich es doch sagte, ja, ja, jetzt hier entlang, dann ins quasi Tempelviertel, dann haben wir das, da müssen wir nochmal Meldung machen, dann geht's hier runter ins Gelände nach Sitarif oder zu seinem komischen Turm, irgendwie so. Wird das wohl sein? Im Moment, ein Moment der Klarheit, a moment of clarity. Moment, Moment der Klarheit? Da gibt's auch ein Lied, das so heißt, a moment of clarity. Was ist das nochmal, welche Band? Weiß ich, bring ich in Erfahrung. Fürs nächste Mal. Ja, das war's. Wir haben uns gerecht. Der Bösewicht, zumindest der Handlanger, der Yizi Xesha, ist auch so ein Scheißname. Egal. Der ist auf jeden Fall tot. Für Ivy. So, und der ist immer noch zornig, ne? Ein garstiger Bengel hier, der komische Schafhirte. Egal. Nächstes Mal mehr. Dann geht's ja alles weiter. Mit der tollen Geschichte in und um Argan herum. Ich danke fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.